Und verlese noch einen Redebeitrag der Radikalen Linken Berlin. Unsere Position ist klar. Jeder Mensch genießt volle Bewegungsfreiheit und soll sich dort aufhalten dürfen, wo immer es ihm gefällt. Dies gilt es durchzusetzen mit allen notwendigen Mitteln. Auch wenn wir uns in der Praxis immer wieder an Refugee-Protesten beteiligt werden und die verschiedenen Kämpfe und Forderungen von Geflüchteten voll und ganz unterstützen, so werden wir als Gruppe keine Gesuche, Petitionen oder Bitten an den Staat oder das System richten. Wir appellieren in dieser Angelegenheit weder an die Wirtschaft, Geflüchteten ein Auskommen zu verschaffen, noch appellieren wir an die Regierung, die Geflüchteten doch bitteschön ein bisschen besser zu behandeln oder menschenwürdige wohnen zu lassen. Schließlich ist es genau jenes Wirtschaftssystem, das über die Nützlichkeit von Zuwanderung entscheidet und jener Staat, der mit seinem Aufenthaltsrecht und seiner Asylgesetzgebung regelt, wann sich wer auf welchem bestimmten Fleck Erde aufhalten darf. Dieses System und diesen Staat anzurufen, das halten wir für falsch. Dieser Staat und dieses System sind kein Adressat für Bitten und Appelle. Dieser Staat und dieses System sind abzuschaffen. Wir machen keine Unterschiede zwischen Menschen, die vor Krieg, Folter und Gewalt fliehen müssen oder solchen, die aufgrund wirtschaftlicher Not ihre Heimatländer verlassen. Migration ist kein Verbrechen, sondern eine menschliche Reaktion, den Missständen des eigenen Lebens zu entgehen, zumal wenn diese Missstände nicht selbst verursacht sind. Die Gründe für die massenhaften Flüchtlingsströme liegen zu einem großen Teil in der aggressiven Geo- und Wirtschaftspolitik der westlichen Welt. Über 51 Millionen Geflüchtete weltweit sind kein Normalzustand, sondern Ausdruck einer globalisierten Krise, die sich in zahlreichen von Europa und den USA befeuerten Konflikten niederschlägt. Die Gründe, warum Leute ihre Länder verlassen, sind vielfältig. Krieg, Zerstörung und Verfolgung, Hunger und Armut und die Hoffnung auf ein besseres Leben. Armut allerdings wird als Fluchtgrund nicht anerkannt. Der Versuch, dieser zu entkommen, noch weniger. Abfällig wird dann von Wirtschaftsflüchtlingen gesprochen, die man schnellstmöglich wieder loswerden oder noch besser schon an den Außengrenzen zurückweisen muss. Abschiebung und Abschreckung, Härte und Kaltblütigkeit sind die sachgerechten Methoden zur Entsorgung dieses Problems. Dabei haben beide Phänomene dieselbe Grundlage. In der Regel müssen diejenigen, die sich auf den Weg gemacht haben, draußen bleiben. Flucht wird zum Verbrechen erklärt, das bestraft wird. Massenhaft zusätzliche Arbeitskräfte werden nicht als willkommene Unterstützung gesehen, sondern als unliebsame Konkurrenz und stellen somit das sogenannte Flüchtlingsproblem dar. Das ist zwar absurd, aber so ist es. Arbeit selbst wird als knappes Gut gehandelt. Das ist zwar noch viel absurder, aber so ist es ebenfalls. Das Kapital in Form von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern definiert, wie viel Mensch gebraucht werden wird und wie viele nicht. Insofern bestimmt es auch, wie viele Menschen in einer bestimmten Weltregion leben dürfen und ab wann eine bestimmte Anzahl Menschen Überbevölkerung darstellt. Das hat weder etwas mit Platz und Möglichkeiten, sondern ausschließlich mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit zu tun. Wir lehnen eine Gesellschaftsform ab, welche die Menschen in nützlich und unbrauchbar einteilt. Diese Sortierung ist ein Unterdrückungsinstrument und geht einher mit jeglicher Form von Rassismus und Diskriminierung. Diese Sortierung des Menschenmaterials macht Trennlinien erst möglich, die zu Konkurrenzkampf und Vereinzelung führen. Es beginnt der Kampf jeder gegen jeden. Der Nationalismus der neuen rassistischen Bewegungen ist somit kein Überrest aus längst vergangenen Nazi-Zeiten. Dieser neue, wiedererstarkte Nationalismus steckt unmittelbar in der bürgerlichen Gesellschaft, die an der Einsortierung ihrer Bürgerinnen und Nichtbürgerinnen festhält. So gern sich die rassistische Volksinitiativen auch als Opposition zum gleichgeschalteten Mainstream sehen wollen. So sehr entspringt Progesa, Pegida, Trump,
Frauke Petri, Erdogan und alle anderen rechten Strömungen der Rhetorik und Propaganda der selbsternannten bürgerlichen Mitte. Die Rede von der Überlastung des Sozialsystems, von der Überfremdung und den falschen Fluchtgründen, die Rede von der schnellen Rückführung abgelehnter Asylbewerberinnen in scheinbar sichere Herkunftsländer oder in den Süden von Europa, der mit den Flüchtlingsströmen vollkommen alleine gelassen wird. Diese Reden stammen allesamt aus dem Lager der etablierten Parteien. Insofern dienen die rassistischen Bürgerproteste, selbst wenn man sich hochoffiziell von ihnen distanziert, zur Legitimierung der aktuellen Politik. Gerne wird in aller Öffentlichkeit behauptet, dass man auf die Rattenfänger von rechts nicht eingehen dürfe, dass man aber doch durchaus Verständnis für die berechtigten Sorgen und Ängste der Bürgerinnen habe. Sorgen und Ängste, denen man dann mit einer Verschärfung des Asylrechts begegnen kann, mit verschärften Abschieberegelungen und der Wiedereinführung der Abschiebehaft. Das ist doppelzüngig und heuchlerisch. Das dient einer Art der Krisenbewältigung, die auf einen äußeren Feind deutet und zu Diskriminierung und Hass führt, mit ganz blutigen Auswirkungen. Armut und Not sind keine Naturkatastrophen. Armut und Not sind Resultate des kapitalistischen Systems. Krisen sind keine Schicksalsschläge. Krisen sind eine dem Kapitalismus eigenes Phänomen und bedeuten, dass Menschen neben voll ausgerüsteten Werkshallen arbeitslos werden oder dass andere neben Tonnen von weggeworfenen Lebensmitteln verhungern. Diesen Irrsinn zu beenden, das ist es, wofür wir kämpfen. Aus diesem Grund werden wir die selbstbestimmten Proteste der Geflüchteten unterstützen und mit ihnen im Kampf um ein Leben in Würde und Gleichberechtigung zusammenschließen. Wir werden diese Kämpfe unterstützen, so gut wir können, theoretisch, praktisch und menschlich. Wir werden nach jenen suchen, die sich organisieren und kämpfen wollen, um eine andere Gesellschaft zu errichten. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der die Menschen kein erniedrigtes, geknechtetes, verlassenes und verächtlichtes Wesen mehr sein muss. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der jeder und jede frei bestimmen kann, wo und wie sie und er leben möchte. Wir kämpfen für eine andere Welt. Venceremos!